Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 59, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessen hat Platz für Flüchtlinge und will sichere Reisewege statt weiterer Aushöhlung des Asylrechts, Drucksache 19/3398. Anschließend rufen wir auf die Tagesordnungspunkte 64, 73 und 66. Erste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Cárdenas. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Situation der ca. 50.000 Flüchtlinge in Griechenland, besonders in Idomeni, ist eine humanitäre Katastrophe. Die Flüchtlinge sitzen in Lagern unter unmenschlichen, menschenunwürdigen Bedingungen fest. Sie müssen durch das Abkommen der EU mit der Türkei, dem sogenannten Türkei-Deal, mit einer Rückführung in die Türkei rechnen. In Griechenland gibt es nicht genug Plätze für Flüchtlinge, und die Camps auf den Inseln nehmen immer mehr den Charakter von Haftanstalten an. Die Türkei ist kein sicheres Herkunftsland. Die Türkei dokumentiert jeden Tag, dass sie nicht bereit ist, die Menschenrechte zu respektieren. Sie weist Flüchtlinge bereits an der Grenze ab, sie inhaftiert im Land selbst und schiebt viele Flüchtlinge wieder rechtswidrig in ihre zerrütteten Herkunftsländer ab, auch in Länder, in denen ihnen Tod und Folter drohen. In der Türkei selbst findet auch weiterhin ein Krieg im eigenen Land gegen die größte Minderheit, die Kurden, statt. Sie werden verfolgt, inhaftiert und gefoltert. Die Türkei hebelt mit ihrer menschenverachtenden Vorgehensweise das Recht auf Asyl aus. Unsere Position wird von Pro-Asyl und der deutschen Sektion von Amnesty International geteilt. Sie erklären darüber hinaus, dass die Genfer Flüchtlingskonvention in der Türkei auch nur für europäische Flüchtlinge angewendet wird, also nicht für Syrer und Afghanen, die eine Aussicht hätten, in Deutschland anerkannt zu werden. Meine Damen und Herren, die Zahl der ankommenden Geflüchteten in Deutschland ist deutlich auf 50 Menschen täglich gesunken. Die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind nur noch zur Hälfte belegt. Aufgrund dessen hat die Landesregierung ein neues Standortkonzept erlassen, bei dem weiter 20.000 Plätze an 19 Standorten und 20 passive Standorte mit 15.000 Plätzen, die bei Bedarf reaktiviert werden können, beibehalten werden sollen. Die gesunkene Zahl der Flüchtlinge ermöglicht aber auch jetzt ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik. Wir fordern in unserem Antrag in Reserve gehaltene Plätze zur Aufnahme von weiteren Flüchtlingen über die Verteilungsquote in Hessen hinausgehend bereitzustellen. Gerade weil die Kapazitäten in den Einrichtungen nachweislich vorhanden sind, muss die Landesregierung nicht nur mit Schließungen reagieren, sondern kann die Initiative Züge der Hoffnung unterstützen, um so ihre Bereitschaft zu Mehraufnahmen zu signalisieren. Diese Initiative setzt sich dafür ein, Flüchtlingen aus Griechenland eine neue Hoffnung zu geben und ihnen die Weiterreise zu ermöglichen, statt sie dauerhaft unter elendesten Bedingungen in Griechenland dahin vegetieren zu lassen. Wir wissen, gerade in den kleineren Erstaufnahmeeinrichtungen herrscht zurzeit noch eine gute Infrastruktur vor, und dies auch im Hinblick auf die engagierten und gut eingearbeiteten Ehrenamtlichen, die inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil der Flüchtlingsarbeit geworden sind. Sie wissen auch, und Sie haben die Zeitungsberichte verfolgt, dass die Verärgerung vieler Ehrenamtlicher riesengroß war, als ihnen ohne Vorankündigung das Standortkonzept gleichzeitig mit der Schließung vieler Unterkünfte mitgeteilt wurde. Das Gefühl, dass ihre Arbeit äußerst gering geschätzt wird, hat sich ausgebreitet. Ihr Engagement, denken wir, sollte und darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Für die sogenannten Züge der Hoffnung können nicht genutzte Züge eingesetzt werden, die wenigstens 3.000 Flüchtlinge, gerne auch mehr, auf sicheren Reisewegen nach Deutschland bringen könnten. Ähnliche Anträge wurden bereits auch in Offenbach und Frankfurt gestellt. Liebe Kolleginnen, unser Antrag wurde von der SPD aufgegriffen. Auch dort wird die Landesregierung bei einer Erweiterung gemeinsam mit Bund und Bundesländern aufgefordert, die Initiative der Züge der Hoffnung umzusetzen. Die Spezifizierung gerade im Hinblick auf Kinder und Frauen und die Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel ist eine Auskleidung des von uns vorgelegten Antrags. Die SPD drängt ebenfalls auf eine schnelle Lösung und Entscheidung.
Sie haben vielleicht die Nachrichten heute verfolgt. Aktualität gewinnt der Antrag, gerade durch die heutigen erschreckenden Nachrichten, in denen berichtet wird, dass die Polizei in Idomeni wieder Tränengas und Granaten gegen die Flüchtlinge einsetzt, um diese am Weiterkommen zu hindern. Deshalb ist unseres Erachtens ein schnelles Handeln der Landesregierung erforderlich. Und deshalb bitten wir, für unseren Antrag auch um eine direkte Abstimmung. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollegin Wallmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Jahr 2015 hat unser Land mit einem beispiellosen Flüchtlingsansturm konfrontiert. 1 Million Menschen sind nach Deutschland gekommen, davon 80.000 nach Hessen. Das sind die höchsten Zahlen in der Geschichte unserer Bundesrepublik. Und welche Anstrengungen es bedurfte, den Angekommenen nicht nur ein festes Dach zu garantieren, sondern eben auch die Erstversorgung zu gewährleisten, wissen wir, glaube ich, alle miteinander nur zu gut. Die Kommunen, die Länder, alle beteiligten Organisationen und natürlich auch die ehrenamtlichen Helfer führte dies an ihre Belastungsgrenze und mitunter auch darüber hinaus. Die Schließung der sogenannten Balkanroute und das am 18. März 2016 zwischen der EU und der Türkei beschlossene Flüchtlingsabkommen haben in diesem Jahr zu einer spürbaren Entlastung geführt. Das ist auch ganz wichtig auch für Deutschland. Die Akzeptanz der Bevölkerung muss gewährleistet bleiben. Es darf keine Spaltung geben. Deswegen sage ich auch ganz klar für die CDU-Fraktion, es ist gut, dass die Balkanroute geschlossen ist, und es ist gut, dass sie geschlossen bleibt. Ich glaube persönlich und auch im Namen der CDU-Fraktion, dass es wichtig ist, dass die Sporthallen, die Mehrzweckhallen, die zur Unterbringung der Flüchtlinge genutzt worden sind, aufgrund der Entspannung jetzt auch wieder ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werden. Es ist so, dass auch in den ersten Monaten von Januar bis April wieder 15.000 Neuzugänge zu verzeichnen waren. Und die Entspannung in der Erstaufnahme und auch sicherlich das Nachlassen der medialen Berichterstattung dürfen aber uns doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die eigentliche Herausforderung noch vor uns liegt, nämlich die Integration der hierher gekommenen Menschen und vor allem der Menschen, die eine Bleibeperspektive haben. Dazu gehört die Wohnungssuche, dazu gehören Sprachkurse, Schule, Ausbildung. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die uns noch sehr, sehr viel abverlangen wird. Wir haben in Hessen schon vieles geleistet, aber die Herausforderungen sind eben nach wie vor groß. Im Übrigen sage ich auch, was noch zu leisten ist, dass wir die Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, eben auch in ihr Heimatland zurückführen. Dann kommen wir noch zum Thema Bundesamt für Migration und, Integration. Wir haben dort 476.000 Asylanträge aus dem letzten Jahr zu verzeichnen gehabt. 100.000 Entscheidungen wurden jetzt in den ersten zwei Monaten getroffen, und man ist nach wie vor dabei, diesen Berg an Anträgen eben abzuarbeiten. Wir wollen auch, dass diese Anträge gründlich abgearbeitet werden und natürlich auch, dass sich die Bearbeitungszeiten verändern. Zusätzliche Belastungen würden dieses Ziel konterkarieren. Und genau in dieser, ich sage mal, Gesamtgemengelage gibt es jetzt den Antrag der LINKEN, die noch mehr Menschen ins Land holen wollen, die noch mehr draufsatteln wollen und die mit Macht die Zugangszahlen nach oben treiben wollen. Das geht aus meiner Sicht an den Interessen der Menschen in unserem Land vorbei. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag auch ab. Sie greifen in Ihrem Antrag eine Forderung, eine gewerkschaftliche Forderung auch von globalisierungskritischen Organisationen auf, unter anderem ATTAC. Und Sie wollen allen Ernstes freie Eisenbahnkapazitäten der Deutschen Bahn AG dazu nutzen, dass man aus Griechenland jetzt Flüchtlinge nach Deutschland transportiert.
Wissen Sie, ich finde zumindest eines bei diesem Antrag, den ich durchaus auch als Provokation empfinde, finde ich eines bemerkenswert, dass Sie inzwischen von dem Weg von Griechenland nach Deutschland, der ja gekennzeichnet ist von vielen sicheren Herkunftsstaaten, unter anderem z.B. Österreich, dass Sie bei dieser Strecke inzwischen nicht mehr vom Flüchtlingsweg, sondern tatsächlich jetzt von dem Reiseweg sprechen. Das nehme ich zumindest interessiert zur Kenntnis. Wir lehnen diese Reisemöglichkeit nach Deutschland ab, weil es ist einfach so, Deutschland kann nicht alleine mit wenigen anderen die Hauptlast in dieser historischen Herausforderung tragen. Ich habe eben von Deutschland gesprochen, Frau Wissler, von Deutschland. Ich habe von Deutschland gesprochen. Und Ich habe es jetzt wiederholt, es noch einmal. Und Deutschland hat nun einmal den Löwenanteil in dieser Bewältigung dieser Herausforderung übernommen. Das können Sie anhand der Zahlen auch kaum leugnen. Wir haben als Bundesland, wir sind das einzige Bundesland, das einzige in ganz Deutschland, das einen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewältigung oder zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beschlossen hat. Das einzige Bundesland, weil uns das Thema wichtig ist. Weil Kollegin Ballmann, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Weil wir wollen, dass die Gesellschaft sich nicht spaltet, sondern dass wir einen gemeinsamen Konsens finden. Dieser Aktionsplan ist ein ganz wichtiges Fundament zur Bewältigung dieser Herausforderung. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist wichtig, dass wir die Zugangszahlen weiterhin spürbar reduzieren. Fordern kann man immer leicht, überfordern aber auch. Ich rate dringend, an dem gemeinsamen europäischen Konsens, der mühsam erarbeitet worden ist, weiterzuarbeiten und diesen vor allem erst einmal wirken zu lassen, bevor man neue Forderungen erhebt. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das Begehr der Fraktion DIE LINKE, was wir heute hier diskutieren, in Form eines Antrags, aber auch in Form einer Aktuellen Stunde. Frau Wallmann, ich sehe jetzt inhaltlich jetzt nicht einen großen Unterschied zwischen dem, was Frau Kanzlerin Merkel im September initiiert hat, und dem Wunsch dessen, was DIE LINKE jetzt hier vorträgt. Nur, dass damals im September die Menschen gelaufen sind und jetzt sollten sie im Zug transportiert werden, das ist der signifikante Unterschied. Von daher kann ich Ihre Rede und Ihre Kritik an der grundsätzlichen Initiative der LINKEN so nicht ganz in Zusammenhang bringen, weil das ist eigentlich die Politik Ihrer Kanzlerin. Und das ist sehr schade. Und darum ist dieser Antrag der LINKEN auch absolut diskussionswürdig. Es ist sehr schade, nach dem, was wir alles diskutiert haben in diesem halben Jahr, und der Frage, Herr Irmer, ich weiß nicht, ob Sie zu diesem Thema tatsächlich hier Zwischenrufe machen sollten. Und ich kann nur wirklich entsetzt feststellen, dass die Situation in Griechenland, einem EU-Staat, in einer solch desolaten Situation ist, wie sie ist. Und ich kann feststellen, und das ist meine größte Befürchtung, dass der EU-Staat Italien mittlerweile auch massiv unter Druck gerät. Ich wünsche mir nur, dass die verantwortlichen Politiker, und das sind nun einmal nicht zwingend Landespolitiker, das ist Aufgabe des Bundes und der EU, dass es diesmal geschafft wird, nicht wieder im Nachhinein festzustellen, dass man alles hätte machen müssen, sondern dass man jetzt erkennt, dass man intensiv in Griechenland unterstützen muss als Bund und als Europa, dass man erkennt, dass man Italien jetzt nicht allein lassen darf, dass man intensiv helfen muss. Und das ist zentral. Und das ist ja diese Frage, war, was Frau Merkel im September gemacht hat, tatsächlich richtig oder war es falsch? Aus humanitären Gründen war es auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Aber ist das, was danach an Organisationsversagen, an politischem Versagen in der Europäischen Union sich wiederholt, jetzt wenige Monate später wieder wiederholt, wie wir die Krise in Griechenland und in Italien einfach wieder jetzt hinter einem österreichischen Schutzzaun betrachten, oder ob wir uns jetzt als EU und als Deutschland
intensiv einsetzen, dass die Probleme eben vor Ort entschärft werden und dass es nicht nur um wenige hundert Leute geht, die wir nach Deutschland holen, was eine symbolische Tat ist, aber nicht 50.000 oder Millionen von Menschen hilft, die tatsächlich von dieser Krise betroffen sind. Und das muss einen schon erschüttern an dieser Stelle, dass hier so wenig Handlung und so wenig Geschlossenheit in der EU festzustellen ist. Und wir werden in Hessen und wir werden auch nicht mit einem Zug diese Situation entschärfen können, sondern es ist eine europäische Herausforderung, die wir dort angehen müssen, wo sie anzugehen ist, in Europa, und zwar gemeinsam, und zwar nicht mit dem Finger auf Italien zeigen oder Griechenland, sondern dort helfen, wo die Menschen eben in den Lagern leben. Das ist unsere Aufgabe. Und wir haben, das möchte ich auch sagen, und Herr Grüttner hat das ja im Obleutegespräch schon angedeutet, wir haben auch für die Flüchtlinge, die heute in Hessen leben, eine große Herausforderung. Die Integration dieser Menschen, das wird uns noch viel Zeit und Energie kosten, und da müssen wir noch sehr, sehr viel tun. Von daher glaube ich, dass der Antrag der LINKEN, der heute hier vorgetragen worden ist, uns eine wichtige Plattform findet, um wieder auszudrücken, dass hier ein großes Versäumnis in Brüssel, aber auch ein großes Versäumnis womöglich in der Bundesregierung ist, weil man mit seinen Gestaltungsmöglichkeiten in Brüssel diese nicht ausreichend ausübt. Ich höre nichts von Initiativen Deutschlands in Italien. Ich höre nichts von Initiativen in den Lagern in Griechenland, sondern ich bin der Meinung, das ist eine europäisch zu lösende Aufgabe. Wir werden mit einem oder zwei oder fünf Zügen, ob wir jetzt 100 Menschen helfen oder 1.000 Menschen helfen, nicht das Problem in der Ursache bekämpfen. Und darum glaube ich, dass wir weder zuständig noch die Lösung in dieser Form so umsetzen können, wie DIE LINKE es vorschlägt. Man kann es allerdings auch nicht abtun, einfach zu sagen, es ist keine humanitäre Herausforderung. Aber ich glaube, das Instrument muss die EU sein. Das Instrument muss sein, wir müssen allen helfen, Italien und Griechenland, nicht wenigen 100 oder 1.000 Menschen, die wir dann jetzt hierher holen. Und darum glaube ich, dass wir zwingend eine europäische Lösung vorantreiben müssen, dass wir zwingend vor Ort helfen müssen und dass wir zwingend uns in Hessen darum kümmern müssen, um die Menschen, die heute da sind, dass sie psychosoziale Betreuung haben, dass sie Integrationsmöglichkeiten bekommen, dass wir die Probleme im Wohnungsbereich lösen. Das sind viele große Herausforderungen für uns, denen wir uns stellen müssen. Und das Rest müssen wir den Bund und die Europäische Union in die Pflicht nehmen. Vielen Dank. Danke schön. Als Nächster spricht Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Rock, zunächst zu Ihnen. Ich weiß nicht, Sie haben sehr stark Bezug auf Frau Wallmann genommen, um am Ende ihr dann inhaltlich doch recht zu geben, dass man zunächst einmal eine europäische Lösung braucht und dass Sie eigentlich auch nicht der Meinung sind, dass man jetzt weitere 3.000 Menschen in einem Zug nach Hessen holen würde. Genau das hat Frau Kollegin Wallmann eigentlich auch gesagt. Und dann sagen Sie, wir müssen uns intensiv darum kümmern, dass die 80.000, die letztes Jahr zu uns gekommen sind, tatsächlich gut versorgt werden. Deswegen habe ich jetzt nicht so direkt den Dissens zwischen Ihnen und der CDU festgestellt. Ich würde aber gerne das Thema noch einmal abschichten wollen. Wir haben in dem letzten Jahr in Deutschland tatsächlich über 1 Million Menschen in Deutschland aufgenommen. Das war eine immens große Leistung, finanziell, sozial. Viele Ehrenamtliche, Zehntausende von Menschen haben sich ehrenamtlich engagiert. Das war eine wahrhaftig großartige Leistung. Und es ist noch längst nicht vorbei, nur weil einige Standorte der Erstaufnahmeeinrichtungen jetzt nur noch zur Hälfte gefüllt sind, steht für viele Kommunen und Gemeinden gerade jetzt erst die Herausforderung an, ihnen über Sprache, Bildung und Unterkunft tatsächlich eine Integration in unserem Land, eine Perspektive in unserem Land zu bieten. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir immer noch stehen. Und es kommen in der Tat auch immer noch Flüchtlinge zu uns. Jetzt sind es nicht mehr 1.000 pro Tag, sondern nur noch 50 pro Tag. Aber es kommen immer noch welche. So, welche Probleme stellen sich aktuell immer noch? Wir haben immer noch Bürgerkrieg in Syrien. Wir haben immer noch Bürgerkrieg im Irak. Wir haben immer noch Bürgerkrieg in Afghanistan. Noch immer kommen die Menschen aus Eritrea und fliehen vor Folter. All diese Probleme sind immer noch nicht gelöst, und wir wissen, dass das die Fluchtursachen sind von den größten Fluchtgruppen, die nach Deutschland kommen. Und wir werden nur die Flüchtlingsströme nach Europa aufhalten können, wenn es uns gelingt, über die UNO und über die weltweiten Engagement diese Kriege zu beenden, damit die Menschen nicht mehr zur Flucht kommen müssen. Zweitens. Wenn die Menschen sich auf der Flucht befinden, da muss doch in diesem Haus, da darf es doch keine zwei Meinungen geben. Menschen auf der Flucht muss geholfen werden. Sie müssen in einem medizinischen, humanitären,
Zustand kommen, in denen ihr Überleben gesichert ist, in denen es nicht dreckig geht, in denen nicht ihr Leib und Leben ein weiteres Mal gefährdet ist. Deswegen müssen wir doch hier im Saal alle dafür stehen, dass Menschen auf der Flucht geholfen wird. Darüber sollten wir doch Einigkeit haben. So, und jetzt in einem nächsten Schritt stellen wir fest, dass die Westbalkanroute geschlossen ist. Das kann man unterschiedlich bewerten. Aber damit ist zunächst erst einmal für Deutschland eine Entlastung eingetreten, dass weniger Menschen nach Deutschland gekommen. Aber wir müssen auch konstatieren, dass nicht ein Problem weniger geworden ist, nämlich die Menschen sitzen jetzt in Griechenland. Und wenn sie jetzt in Griechenland sitzen, heißt das nicht per se, dass wir keine Probleme mehr dort haben, sondern wenn wir die Bilder sehen, täglich in der Tagesschau oder in anderen Medien, dort sitzen Hochschwangere im Schlamm, dort sitzen Kriegsversehrte in den Zelten, dort sitzen Schwerkranke in unhaltbaren Zuständen in Zeltstätten an der Grenze, weil sie hoffen, nach Europa zu kommen, obwohl sie wissen und ihnen jeden Tag gesagt bekommen, ihr kommt hier nicht mehr durch. So, das ist eine Situation, über die wir uns unterhalten müssen. Und egal, welche Vision wir anhängen, welche Ideologie wir anhängen, welche Überzeugung, wir müssen doch einig sein darüber, dass eine solche Situation einen humanistischen Kontinent wie Europa überhaupt nicht verträglich ist. Wir müssen doch aus dem Blick der Menschen sagen, es muss etwas passieren in diesen Flüchtlingslagern in Griechenland. Und der erste Schritt dorthin, und das ist der wichtigste Schritt, ist, dass wir eine Bundesregierung haben, die eine europäische Kontingentlösung sich intensiv dafür einsetzt, dass es uns gelingt, dass wir 500 Millionen Europäer in der EU haben, dass wir weit über 20 Staaten haben. Wenn uns da gelingt, eine gute Verteilquote hinzubekommen für diese Flüchtlinge, werden wir keine sozialen Probleme haben, keine Integrationsprobleme, sondern wir können diese Flüchtlinge gut integrieren. Das muss unser erstes Ziel sein. Und in einem zweiten Schritt können wir aber nicht die Augen verschließen vor einem aktuellen Elend. Und da bitte ich und da appelliere ich an alle im Saal, die Situation sich genau anzugucken. Wenn wir dort Menschen sehen, in Idomeni beispielsweise oder in anderen unzureichenden Lagern, müssen wir als Europa heute und als Deutschland, als Teil von Europa, über unseren aktuellen, akuten Beitrag nachdenken, ob wir diesen akut gefährdeten Menschen helfen können. Ich spreche also nicht für eine Lösung, 3.000 willkürlich aus Griechenland zu holen, weil ich glaube, das wird wieder einen Magnetismus erzeugen. Da wird es nicht bei 3.000 bleiben, da werden wir mehr Hoffnungen, Frau Kollegin Wissler, dann werden wir Hoffnungen wecken, dass es nicht nur 3.000 sind, und dann werden viele sagen, jetzt lassen Sie doch erst einmal den Gedanken ausführen. So, dann sind es nicht 3.000, sondern 30.000, sondern mehr. Herr Kollege, ich muss dann die Redezeit ja erinnern. Und deswegen sage ich Ihnen, das wird keine Lösung sein, willkürlich. Aber wofür wir stehen als GRÜNE sind, wir sind der festen Auffassung, der festen Überzeugung, dass wir den Menschen in diesen Lagern helfen müssen. Und das Hessen hat das übrigens auch schon dokumentiert. Wir haben schon mehrfach haben wir Sonderkontingente identifiziert. Denken Sie an Kosovo, denken Sie an Jesiden, indem wir hier gemeinsam beschlossen haben, dass wir tatsächlich Sonderkontingente brauchen, um einen akut in Not befindlichen Menschengruppe, Schutzbedürftige, Schwangere, Kranke tatsächlich aus diesen Lagern eine Lösung für die brauchen. Und da sind wir der Meinung, dass wir die Bundesregierung auffordern sollen, gemeinsam mit den anderen Bundesländern akut eine Lösung zu schaffen, damit wir schutzbedürftigen Gruppen aus den Flüchtlingslagern eine direkte Perspektive bieten können. Darüber muss. Vielen Dank, Herr Kollege Bocknet. Als nächste Rednerin hat Kollegin Öztürk zu Wort gemeldet. Sie haben 2,5 Minuten. Bitte schön. Danke schön, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Hessischen Landtag. Es funktioniert nicht, dass wir auf der einen Seite die Zustände in Idomeni beklagen und auf der anderen Seite hier so tun, als ob wir gar keine Abhilfe schaffen könnten. Das ist scheinheilig, das ist einfach an der Realität der Situation vorbeidiskutiert. Deswegen wünsche ich mir heute ein klares Signal aus diesem Haus für die Initiative Züge der Hoffnung, dafür, dass legale Wege aus Griechenland nach Hessen geschaffen werden. Das ist eine ernsthafte Politik, die ich von Ihnen erwarte, meine Damen und Herren. Wir können auch nicht uns darüber beklagen, dass wir im letzten Jahr von der Situation der Flüchtlinge
oder der Flüchtlingskrise überrollt worden wären und dass wir überhaupt nicht einschätzen konnten, dass diese Menschen in Massen sich zu uns auf die Flucht begeben werden. Und dann haben wir versucht, jetzt alle zusammen innerhalb der letzten 8, 9 Monate Strukturen hier in Hessen zu schaffen, Erstaufnahmeeinrichtungen zu etablieren und vor allen Dingen viele ehrenamtliche Initiativen auch zu unterstützen, die für die Flüchtlinge sich einsetzen wollen. Jetzt haben wir eine Situation aus Idomeni und in Griechenland, wo ca. 50.000 Menschen dort festsitzen und 10.000 Menschen in Idomeni schon langsam anfangen, auch aus ihrer Verzweiflung heraus, sich mit den griechischen Sicherheitskräften in Konflikte zu begeben, dass die Menschen dort Schwangere, alte Frauen, Kinder anstehen müssen, um überhaupt Nahrung zu bekommen und so weiter und so fort. Das ist eine Situation, die viele Menschen hier in Hessen berühren. Und viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger in Hessen, wünschen sich, dass wir eine Initiative Züge der Hoffnung unterstützen, dass wir für diese Menschen legale Wege nach Deutschland schaffen. Dann können wir uns nicht hier hinstellen und auf der einen Seite zum Beispiel in der letzten Aktuellen Stunde, im letzten Plenum darüber reden, wie wir Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen können, die wir an die AfD verloren haben, und hier auf der anderen Seite Wählerinnen und Wähler, die gerne humanitäre Hilfe hochhalten wollen, einfach beiseite schieben mit der Hand. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Ich möchte gerne, dass wir unsere Kapazitäten, die wir geschaffen haben, auch für humanitäre Zwecke gründen, unterstützen und nutzen, dass wir den Menschen in Griechenland, in Idomeni, allein auch aus der griechischen Solidarität heraus mit unserem Nachbarland in Europa dabei unterstützen, diese Flüchtlinge hierher auf legalem Wege zu holen. Wenn wir 50.000 Flüchtlinge runterbrechen mit dem Königsteiner Schlüssel, sind das ungefähr 3.600 Leute, die für Hessen aufgenommen werden können. Daher haben wir geschrieben, mindestens 3.000 Menschen aufzunehmen. Nur dann finden wir, wie es z.B. auch die Grünen-Chefin Simone Peter gesagt hat oder auch der Ministerpräsident in Thüringen, Bodo Ramelow, gesagt hat, nur dann werden wir auch unserer humanitären Herausforderung gerecht. Und daher wünsche ich mir, wer für legale Wege eintritt, darf solche Initiativen wie Züge der Hoffnung nicht mit der Hand wegwischen, sondern eine große Unterstützung unseres Antrags wünsche ich mir. Das wäre das, was ein starkes Signal aus diesem Haus nach außen für, sowohl für die Humanität als auch für europäische Solidarität wäre. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Als nächster Redner hat sich Kollege Roth von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zu dieser Aktuellen Stunde liegen drei Anträge vor. Der älteste der LINKEN, der jüngste der Koalition und mittendrin der, den wir eingebracht haben. Ich will mich an den drei Anträgen abarbeiten, weil ich glaube, das ist angemessen, angesichts des Themas nicht alles und jedes an dieser Stelle zu diskutieren. Wir haben in der Vergangenheit in diesem Haus oft und lange über die Flüchtlingssituation gesprochen. Das war angemessen, das war gut, und wir sind zu vielen fraktionsübergreifenden Aktivitäten und auch Entscheidungen gekommen. Darauf können wir in diesem Parlament stolz sein. Es wäre falsch, wenn es das alles nicht gegeben hätte, in einer Aktuellen Stunde in 5-Minuten-Spots sich mit der Flüchtlingssituation, wie sie sich darstellt, auseinandersetzen zu wollen. Eines haben die drei vorliegenden Anträge gemeinsam. Es geht, und dann ist es auch, glaube ich, schon zu Ende, jeweils um Flüchtlinge. Aber wie damit umzugehen ist, unterscheiden sich die Anträge doch sehr. Ich beginne mit dem zuerst eingebrachten, dem der LINKEN, der ein voll zu unterstützendes Anliegen aufgreift. Aber er hat einen Schwachpunkt. Er würde in dem, wie er formuliert ist, Hessen isolieren. Er fordert die Landesregierung auf, und das wäre, glaube ich, eine falsche Botschaft. Der Antrag der Koalition drückt sich
im dritten Punkt ist es, glaube ich, um diese Frage herum, indem er diese menschliche Katastrophe, die nicht irgendwo ist, sondern im Herzen Europas ist. Und von daher hat dieser Antrag oder diese Problematik zutiefst was mit der Diskussion innerhalb der zweiten Aktuellen Stunde heute zu tun. Wenn etwas dran ist, dass wir der menschlichen Katastrophe angemessen begegnen wollen, dann müssen wir ein Zeichen setzen, auch selber aktiv zu werden und das nicht nur anderen anzuraten. Und damit komme ich zu unserem Antrag, der sich in der Zielsetzung, dass Menschen, die in Griechenland derzeit in dieser Katastrophe leben, geholfen wird, aber nicht isoliert von uns, aber auch nicht weggeschoben auf die Bundesebene oder eine europäische Lösung, sondern wir machen uns selber zum Akteur und nehmen andere mit ins Boot. Deshalb die Initiative, das Land Hessen wird aktiv, holt andere Bundesländer mit hinein. Und ich hoffe, die Bundesregierung wird es schaffen, auch die europäische Ebene mit an diesem Unterfangen zu beteiligen. Dann lösen wir nicht die Flüchtlingsfrage, wer ist so vermessen, die lösen zu wollen, auf einen Schlag. Aber mitten in Europa eine menschliche Katastrophe wenigstens zu mildern. Das ist unser Auftrag. Deshalb werden wir, das ergibt sich aus dem, was ich gesagt habe, den beiden Anträgen der LINKEN und dem der Koalition nicht zustimmen. Wir werden uns da enthalten und unseren Antrag in die Ausschüsse verweisen, damit wir dort in einem geordneten Verfahren die Lösung herbeiführen, die wir angesichts dieser Situation dringend brauchen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Roth. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will das aufgreifen, was der Kollege Roth gerade eben gesagt hat, indem ich ihm entgegensetze, Hessen hat bereits Zeichen gesetzt. Und wenn der Kollege Bocklet zu Recht sagt, Menschen auf der Flucht muss geholfen werden, dann finde ich, haben die Hessen, hat Deutschland im vergangenen Jahr das unterstrichen. Und wir können sehr stolz darauf sein, dass Deutschland, dass Hessen ein solches Zeichen der Menschlichkeit und Humanität gezeigt hat, wie das im vergangenen Jahr der Fall war. Und wenn Herr Kollege Bocklet sagt, dass wir die Fluchtursachen bekämpfen müssen, dann ist das sicherlich sozusagen der wesentliche Teil, den wir erreichen müssen. In den nächsten Monaten und Jahren dafür Sorge zu tragen, dass eben die Menschen sich nicht mehr auf den Weg machen müssen. Auf den Weg machen müssen. Nicht mehr auf den Weg machen müssen und vor Elend und Krieg und Ähnlichem zu fliehen. Weil eins ist klar, wir werden in Hessen, wir werden in Deutschland nicht all das sozusagen erledigen können, was durch Krieg und durch Verfolgung in vielen, vielen Staaten auf diesem Planeten bereits heute schon geschieht. Wir werden das Elend bei uns in Deutschland nicht alleine bekämpfen können. Und wir müssen, meine Damen und Herren, dann schon sehen, dass nachdem wir im vergangenen Jahr wirklich Großartiges in unserem Lande geleistet haben, dass wir im Moment in einer Phase der Konsolidierung sind, auch was diese Flüchtlingsangelegenheiten angeht. Ich sage Konsolidierung schon ausdrücklich. Es ist in einigen Redebeiträgen angesprochen worden. Das Thema, wie wir mit unseren Unterbringungskapazitäten umgehen und Ähnliches. Da sind wir im Moment mit Standortkonzepten und Ähnlichem dabei, eben in eine Konsolidierungsphase einzutreten. Das trifft übrigens auch die Städte und Gemeinden, die ebenfalls ja mit den Flüchtlingsherausforderungen, die sich im vergangenen Jahr ergeben haben, sozusagen noch umgehen müssen. Wir haben mittlerweile die Situation, dass wir bei der Registrierung, und zwar bei der wertigen Registrierung, vorankommen.
Aber auch da müssen wir noch konsolidieren, müssen wir noch aufholen, das, was wir im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Zugangszahlen nicht geschafft haben. Und wir sind noch dabei, das Bundesamt, das am Ende die Flüchtlinge dann mit Asylanträgen und Ähnlichem dann eben auch verwaltungsmäßig behandeln muss, sind wir noch dabei zu ertüchtigen. Das alles tun wir im Moment eben in dieser Konsolidierungsphase. Und diese Konsolidierungsphase ist uns ermöglicht, weil wir eine Situation haben, dass wir gemeinsam mit dem Abkommen mit der Türkei und auch dadurch, dass die Balkanroute faktisch zu ist, wir nur noch Zugangszahlen haben. Heute waren es 135, aber im Durchschnitt des Mai waren es 53, im April waren es 48. Das ermöglicht uns, dass wir konsolidieren. Ich finde schon, dass wir uns darauf einigen sollten, dass die Frage der Humanität eben nicht nur ein hessischer, nicht nur ein deutscher Wert, sondern eben auch ein europäischer Wert ist. Das gibt uns und bindet uns in die Verpflichtung ein, dass wir natürlich den Griechen wie auch immer sozusagen beistehen und helfen müssen, aber nicht indem wir Flüchtlinge aufnehmen, sondern indem wir ihnen Unterstützung angedeihen lassen, wie sie mit der Frage der Grenzsicherung umgehen und wie sie möglicherweise auch in Flüchtlingslagern umgehen. Das tun wir bereits. Das tun wir auch als Hessen, indem wir beim Thema Grenzsicherung hessische Polizeibeamte abstellen, die mit dafür Sorge tragen, dass wir die Außengrenzen von Schengen entsprechend sichern. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, in Idomeni, diese Bilder müssten nicht sein. Wir haben in Griechenland bereits Flüchtlingslager, wo die Menschen Unterbringung finden können. Sie gehen aber nicht hin, weil sie sich erhoffen, dass, irgendwie die Grenze in Mazedonien aufgehen wird. Und das wird nach meiner vorsichtigen Einschätzung zumindest in absehbarer Zeit nicht passieren. Deswegen glaube ich, ist es dann am Ende auch wichtig, dass wir schon deutlich machen, dass wir im Moment die Konsolidierungsphase im eigenen Land einer Situation zu verdanken haben, dass wir mit der Türkei ein Abkommen gefunden haben und dass am Ende die Balkanroute zu ist. Die ermöglicht uns, dass wir konsolidieren. Das tun wir. Und dass wir unseren europäischen Partnern oder unserem europäischen Partner helfen, am Ende eine besondere Herausforderung zu stemmen. Das ist für uns eher eine Selbstverständlichkeit. Ich wünschte mir, diese Selbstverständlichkeit würde für alle anderen europäischen Partner ebenfalls gelten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit stelle ich fest, dass die Aktuelle Stunde der Linken abgehalten ist. Wir kommen zu den dazugehörenden Anträgen. Der Dringliche Antrag Top 64, Drucksache 19/3390, wird abgestimmt. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das sind CDU. Wie bitte? Entschuldigen Sie bitte, Frau Kollegin, auch Frau Kollegin Öztürk stimmt zu. Wer stimmt dagegen? Das waren die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Grünen und FDP. Und wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Mir wurde mitgeteilt, dass der Dringliche Entschließungsantrag 73 der Fraktionen CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 19/3412, sowie Top 66 der Antrag der SPD, Drucksache 19/3400, in den SINA federführend überwiesen werden soll. Und mitberatend ist der INA. Dann machen wir das so. Vielen Dank. Ich rufe auf Moment, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe. Ich habe festgestellt, auf der Besuchertribüne ist eine ehemalige Kollegin von uns. Liebe Karin Neib, herzlich willkommen. Und auch den ehemaligen Kollegen Hans-Dieter Schnell möchte ich ganz herzlich im Landtag begrüßen. Applaus